Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Back to School. Heute gehen wir mal wieder in die Welt der Heilsteine und der Möglichkeiten, wie wir uns auch wirklich schützen können oder vielleicht auch reinigen können. Und dass die Natur da ganz stark mit uns verbunden ist und wir oft auch gar nicht besondere Technologien benötigen, sondern eben wieder Schwingung spüren dürfen oder auch Wasseradern. Das sind alles Dinge, die wir früher wussten und verloren gegangen sind. Umso schöner, dass unsere Gäste uns wieder mit diesem Gefühl und der Fähigkeit in Verbindung bringen. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Bruno, hallo lieber Joe. Schön, dass ihr beide wieder da seid. Danke. Ja, Leiter der Heilsteinschule, lieber Bruno, du bringst uns ja immer wieder wundervolle Gäste mit, die ganz besondere Fähigkeiten haben. Und was hat denn Joe so für Fähigkeiten? Der Joe hat die Fähigkeit, dass er mehr kann als ich. Das geht normal nicht. Normal kann der Chef alles. Ja. Aber ich bin ja in der Schule, ich bin Dozent oder ich bin Leiter. Zum Teil noch Dozent. Aber ich brauche ja Leute, die sie mehr können als ich. Und wenn ich ihnen ein gewisses Rüstzeug, eine Grundkenntnisse gebe in der Heilsteinschule, dann wächst das und entwickelt sich weiter. Und er ist auch so ein Typus von Mensch, der Wunder gemacht hat, warum wirkt denn Halit, warum wirkt der Barit? Und was muss ich jetzt machen im Leben? Und dann hat er seines beigebracht und wachsen lassen. Es sind schon ein halbes Jahrzehnt her, seit er bei mir die Ausbildung gemacht hat. Und es wächst und wächst. Und Mineralien, das ist ein Fass ohne Boden. Das ist ja so reichhaltig. Und wir haben so viele Funde, jährlich immer noch mehr. Und jetzt wollen wir alles uns zugutekommen lassen. Wir Menschen brauchen das. Wir sind ja in einer verseuchten Strahlenwelt. Man schmeckt es nicht, man riecht es nicht. Viele fühlen es, aber können es nicht zuordnen. Und für das brauchen wir... Ja, wie hat sich denn aus deiner Sicht so die Gesellschaft verändert? Ich hab jetzt schon so, also einfach aus Beobachtung, dass die Menschen wirklich auch so ein bisschen energieloser sind. Es entsteht so eine chronische, kollektive Gleichgültigkeit. Irgendwie vielleicht auch so ein Verdrängungsmechanismus. Ist das jetzt nur von mir so eine subjektive Wahrnehmung oder kannst du das auch wahrnehmen? Ja, eben, es ist so, dass die Leute sind irgendwie so in einem Stress, sie wissen sich nicht, wo erholen. Das ist das Problem. Oder ist es auch eine Traumatisierung aus einer... es ist ja auch viel gearbeitet worden, weißt du, mit eben 5G und Angst und Giftstoffen. Genau, das hat einen Zusammenhang. Aber wir laufen in einen Scherbenhaufen. Wir hatten ja schon vor 50, 60 Jahren auch solche Ebenen gehabt, was passiert ist von Krankheiten, von Seuchen. Und jetzt sind wir auch in einem Dilemma. Eben, durch das mit diesen 5G, mit diesen Strahlungen, die Leute wissen gar nicht, aber jeder will sein Handy haben. Mhm. Und das ist schon ein Problem. Mhm. Kommt schon, das ist schon so. Und wie arbeitest du jetzt? Du hast mir hier ein paar Sachen mitgebracht. Was hat das alles auf sich oder zu bedeuten? Ja, diese Entstehung mit diesem Oktaeder hat sich ergeben durch pyramidenförmige Baritsteine, wo er dann hergestellt hat und ich bei ihm erworben habe und wir geforscht haben. Und das ist auch wieder so eine interessante Entstehung. Dieses Oktaeder ist ein in der Form platonisch und hat eine Schwingung, eine Resonanz. Wenn Sie das in der Wohnung aufstellen, haben Sie dann Ruhe im ganzen Haus. Und wenn man diese Formen überlegt, warum, weshalb, wieso. Es hat eine exzellente Schwingung. Mhm. Der Körper kann sich wieder erden. Und es ist auch so, dass der Körper, die Zellen wieder gereinigt werden. Also sind die Körper oder die Zellen wieder rein, kann auch wieder neu aufgebaut werden. Es löst Probleme, es löst Krankheiten.
wo man auch immer wieder aufpassen muss, was man sagt, Heilung, Krankheiten, also das ist ein Thema, muss man wirklich verstehen. Aber es ist wirklich so, eben, es schützt, es gibt den Menschen wieder Raum, Energie, und das wollen wir mit Steinen von Bruno, seiner Steinheilschule. Es ist exzellent, was man mit der Natur machen kann. Und da habe ich geforscht mit diesen Pyramiden, bin dann auf den Oktaeder gekommen, habe ich eine energetische starke Schwingung bekommen und Resultate bekommen von Leuten, wo ich das aufgestellt habe in Wohnungen, habe ich eine super Resonanz bekommen. Das hat mich dann wieder bestätigt, was es eigentlich wieder bringt, mit der, zurück zur Natur, mit diesen Steinen, was die uns hergeben. Mhm. Du hattest mir letztes Mal in der Sendung noch was zeigen wollen, da hat uns die Zeit nicht mehr gereicht, nicht, dass wir das vergessen. Mit den vier Pyramiden zusätzlich. Ja, genau. Der Oktaeder alleine, der schwingt so, hat diese förmige Schwingung. Es geht einfach ein schmales Wirbel, oder wir reden ja immer von der Wirbelphysik. Es gibt so eine Schwingung. So. Und dann nachher hatte ich noch diese kleinen hingestellt. Oben hat er rechts gedreht, unten links, das ist diese Form. Und nachher habe ich diese hingestellt, ich wollte ein breiteres Fächer geerdet haben. Mhm. Dann habe ich bei einer Person im Haus, wo auch spüren kann, diese Person arbeitet auch in der Heilbranche. Und ich hatte schon vorher ihr Sachen machen müssen, auch abschirmen mit Baritsteinen und so. Und wo ich das Ding gehabt habe, habe ich es ihr einfach gezeigt, im Raum aufgestellt. Und jetzt schau mal, was passiert. Es ist einiges passiert. Ich habe es bei ihr gelassen. Mhm. Sie haben mir ein E-Mail geschrieben. Die zwei Kinder, alles anders geworden. Sogar korrekt. Man arbeitet, man gibt nicht nach, man vollendet. Mhm. Hätte ich nicht gewusst, dass das so passieren kann. Mhm. Die Energie ist einfach anders und so mit diesen vier Dingen erdet das und mit diesem Salzstein von unten, es reinigt. Also haben wir doch eine super Schwingung, geht in den Körper, die Zellheilung findet statt, die Ruhe findet statt im Körper, der Stress geht weg. Mhm. Und das ist für mich, das sind Resultate. Ich muss ja irgendwo aufbauen. Dann stelle ich das halt mal bei jedem irgendwo mal hin und mal schauen, was passiert. Kann ich das universell einsetzen, sozusagen, keine Ahnung, im Haus kannst du ja Störfelder haben wie Wasseradern, 5G. Ja. Jetzt haben wir es auch noch mit diesen ganzen Glasfasergedöns. Also kann ich sowas hinstellen und sagen, okay, da habe ich mal einen generellen Schutz vor allem? Ja. Oder muss ich nochmal explizit nach anderen Störfeldern suchen? Nein, ich könnte zum Beispiel vielleicht ergänzen, dass ich noch zusätzlich irgendwo noch so einen Stein hinsetze, weil sie sich dann wieder verbinden, dass sich das Feld etwas stärker wird, aber ich will ja nicht übertreiben. Mhm. Und das ist ja das Schöne bei dem. Man muss es fühlen, spüren können. Und diese Resonanz und das, wo ich bekommen habe von dieser Familie mit den Kindern, war einfach für mich eine Top. Ich muss nicht Werbung machen, ich muss nicht verkaufen, ich will es einfach spüren. Das ist ja bei unserer Arbeit das Schöne. Wir können fühlen, spüren. Mhm. Und das ist das Schöne. Und dass es dann besser geht. Man sagt ja auch, jedes Haus hat ja so ein eigenes Energiefeld. Und ich beobachte es ja auch immer mal wieder, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Reihenhaus mal sich anschaut. Mhm. Dann gibt's dann jemand, der hat dann total viel Schimmel an der Fassade. Mhm. Der andere, der hat, was gibt's denn da, so Fischchen, so, dann der dritte hat, weißt du, Spinnen. Miese und alles, ja. Also, irgendwo ist ja quasi die gleiche Baureihe, Serie, und trotzdem hat jedes Ding eine eigene Energie. Ist es dann vom Besitzer aus, was der reflektiert? Ist es im Haus seine eigene Energie? Ist es was von außen? Und inwieweit kann ich solche Sachen auch als Diagnose, als Selbstdiagnose nehmen? Warum entwickelt sich das? Genau, das sind die Familien, das sind die Leute. Die einen, die reinigen nie, die nehmen nie einen Besen zur Hand. Der andere übertreibt mit dem Besen. Das ist immer ganz verschieden, wie diese Leute ticken. Das ist wirklich also so. Also du könntest das jetzt auch rausfinden, wenn jetzt jemand sagt, er hat, wie heißen denn, Silberfische zum Beispiel. Ja, genau. Weil es ist nicht geräumt, Fenster werden nicht aufgemacht. Es ist einfach eine Schweinerei. Mhm. Und das kommt von dort. Feuchtigkeit, Fenster immer geschlossen. Mhm. Energetisch eine Feuchtigkeit, kannst du nichts machen.
Mhm. Es ist aber noch was anderes, was man sagen muss, wenn du Gebäude hast, wo sich immer viel Moos ansetzt, also Gebäude, die haben viele Spinnen auf einer Seite, mhm, einfach Spinnen. Und da stimmt was nicht mit der Energie. Ja. Also das weiß man, wenn du ein Gebäude gereinigt hast, reinigst du auch die Fassade nachher, weil da sind diese Unwesen nicht mehr da. Ich kann es von mir zu Hause erzählen. Mhm. Ich habe ein Holzhaus gebaut, vor 15 Jahren knapp. Da kommen überall Ameisen, also wir hatten eine Ameisenplage. Also die kamen sogar in den Kühlschrank, die gehen ja über das Abflussrohr hinten hoch, mhm, die klebten unter der Marmelade, Deckel. Und wir haben da auch gedacht, Mensch, Meier, Ameisen, haut ab, die machen das nicht. Ameisen, die räumen auf, überall, wo es Leichen hat, hast du Ameisen, also sei es alte Pflanzen oder so. Aber seit das Haus gereinigt ist, und er hat mir das auch eingerichtet, sind die verschwunden. Und was war die Ursache? Ja, weil Schwingung. Die wollen jedes, ja, ausgleichen. Wir reden immer, bei mir ist es ja so, in der Raumenergetik. Schwingungen, alles schwingt. Jedes Atom, alles hat eine Schwingung. Mhm. Und wie die Resonanz ist, so lebt man. Und das kann ich beeinflussen mit diesen energetischen Steinen. Ich bringe eine gute Schwingung hinein. Mhm. Das Gleiche ist zum Beispiel, du sagst jetzt, es sind Reihenhäuser. Jetzt zum Beispiel habe ich hier diese Arbeit gemacht. Ich muss es abschirmen, ich muss es energetisch, die Räume energetisch, alles das tun. Vielleicht Wasser abschirmen oder WLAN, all das. Und jetzt muss ich berücksichtigen, den Nachbar. Wenn hier nichts gemacht wird, wenn der Nachbar hier das WLAN eingeschaltet hat, mhm, kommst du von dem ab, kannst du auch klar, nicht schlafen. Mhm. Also Steine hier, Steine hier, das berücksichtigt alles. Und das wissen ganz viele nicht. Und das, mhm, muss man wirklich verstehen. Wenn ich in einem Mehrfamilienhaus bin und ich habe nur mit einer Familie zu tun, dann schaue ich wirklich, dass es komplett energetisch so abgeschirmt ist, dass der Nachbar da nichts mehr reinkommt. Mhm. Darf ich noch sagen, dass, mhm, wenn der Joe auf ein Haus zuläuft, beobachtet er schon die Bäume. Ja. Wie sind die Sträucher? Also, wenn er aus einem Haus zuläuft, sieht er schon, was darum wächst und wie das wächst. Ja. Verdreht, krumm. Und das sagt ihm schon sehr viel aus. Gell, du Joe? Du, ja, kannst da, ja, ein Lied singen. Das ist so. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Haus, das nicht verkauft werden kann, mhm, hat einen Grund. Mhm. Der Immobilienunternehmer geht mit dieser Person Interesse zum Kaufen dieses Haus. Die erste Stunde, wow, Küche, wow, schön und alles. Nach einer Stunde, wenn er in der Wohnung war, im Haus, auf einmal geht die ganze Energie weg. Mhm. Und dann sagen die, ja, wir überlegen es, mhm, mal. Und da, die werden keine Antwort mehr geben, warum es es nicht gut angefühlt hat. Mhm. Jetzt komme ich laufe um das Haus, ich mache 2, 3 Veränderungen und in 2 Monaten ist das Haus verkauft. Mhm. So ist es. Oder es hat immer mit Energie zu tun. Manchmal ist man ja auch so ein bisschen vor der Frage, soll ich ein Haus verkaufen oder nicht? Soll ich die Immobilie behalten? Passt, ja, die noch zu mir? Ja. Ist es zu meinem höchsten Wohl, ja, oder ist es am besten, ja, die loszuwerden? Wie macht man dann sowas? Ja, das kann man wirklich ändern. Das kann man ändern. Wie würdest du das ändern? Also die Störfelder, ja, suchen? Also wenn man selber nicht weiß, ob man das Haus behalten will, weiß, ob man es verkaufen soll oder nicht, kann man das so... Wenn du verkaufen möchtest, oder die Idee ist ja die Idee, du fühlst dich nicht mehr wohl im Haus. Nee, wir haben ja gerade auch die Situation in Deutschland, wo man sich überlegt, behält man seine Immobilie überhaupt noch oder nicht. Mhm. Das ist halt so die Frage, kann ich das auch überprüfen? Natürlich, weil zuerst ist es ein familiäres Problem. Man kann alles abchecken. Mhm. Warum? Wieso? Weshalb? Und wenn es du gut verkaufen möchtest, kann ich vielleicht etwas ändern, dass ich das so hinkriege, mhm, dass das auch wieder, dass du den Verkauf gut über die Bühne bringst. Mhm. Weil da Probleme sind. Mhm. Und es ist ja auch so, wenn Leute ein neues Objekt kaufen, das erste ist, die Information von dir, die ist immer noch im Haus. Mhm. Und die kann ich dann löschen. Das ist genau das Problem, dass sich etwas ändert. Schwingungen, alles, das geht in die Tapeten, in die Wände. Aber das wissen die wenigsten. Ich komme hinein und was passiert, oder?
Es gibt ja auch Projekte, wo ein Todesfall stattgefunden hat, in irgendwo in der Garage etwas Dummes gelaufen ist. Mhm. Da kommt eine neue Person hinein, kauft das, sie haben das nicht gewusst. Und die Frau sagt, ja, ich kann, wenn ich in die Garage gehe, stehen mir die Haare zu hoch. Ich fühle mich so schlecht. Es sind immer noch, es ist noch was da. Mhm. Und dann geht Joe hinein, ändert das, schwingt diese Energie weg, geht in diese Frequenz. Und dann kannst du hinein und alles ist weg. Mhm. Aber das Wissen muss man haben und das ist so schwierig. Deswegen, ich sage, es hat immer nur mit dem Ganzen alles zu tun. Und jeder Arbeitsblatt hat eine Information. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Verband, wo wir zum Beispiel eine Ruine, ein Schloss neu forschen, was da vor 500 oder 1000 Jahren passiert ist, es ist nichts mehr da, können wir abfragen, spüren. Mhm. Abfragen, was da passiert ist, kann ich sagen, hier wurde dieser Platz, da wurden die Leute umgebracht. Die Informationen sind noch da. Und genau das Gleiche ist immer wieder in einem Wohnhaus. Wenn man mit diesen Materien jemanden kennt, dann ist es einfach. Dann kann man sagen, und hey, ich kenne den, ich kenne den. Das Gleiche ist ja heute auch bei mir. Viele haben so Vereine und sie möchten jemand, Leute, die Vorträge halten oder so, und ich habe das einmal gemacht und jetzt hat sich das herumgesprochen. Joe kommt und gibt einen Vortrag, energetisches Wohnen, und die wollen mich. Ohne, ich sage immer, ja, aber man will mich, weil es sind Neuigkeiten, wo man nicht mehr weiß. Was hast du uns jetzt hier noch mitgebracht? Das ist eine Plattform, wo man alles einfach mit diesem Kristall. Das ist Halit, und Halit ist Salz, und Salz reinigt. Und der Halitsalz hat die Fähigkeit, auch im Körper die Zellen zu reinigen. Und man fühlt sich dann wohl. Und hier habe ich eine Schwingung. Wenn man in dieser Plattform steht, entwickelt sich so eine Schwingung. Dann kann man den ganzen Körper, alle die Zellen, übersäuert das Blut, Schmerzen in den Knien, weil das Blut wieder fließt. Und dann ist es so, dass diese Schmerzen eigentlich weggehen. Automatisch durch diese Schwingung. Mhm. Und wenn man in einem Haus so eine Plattform hinstellt, hat das auch diesen Vorteil, dass es den ganzen Raum neutralisiert. Man hat ein ganz gutes Klima. Mhm. Nehme ich dann nur die Platte oder auch die Steine, die du drumherum gestellt hast? Ich habe auch Leute, die stellen das auf und es ist ihnen zu stark. Sie können nicht mehr schlafen, sie sind ausgeruht. Dann sage ich, nimmt einfach eins oder zwei Steine weg. Und nur auf jeder Seite von der Kante einen Kristall hinstellen, dann ist es schwacher. Mhm. Oder die Steine umlegen. Gibt's auch. Aber die meisten, die das so mal haben, das schwingt in der ganzen Wohnung. Neutralisiert. Und Halit ist ja auch so, es neutralisiert den Strom, Elektrosmog, das Ganze. Hat auch die Fähigkeit. Mhm. Und das Interessante ist, dieses Kristalline verbindet sich wieder mit dem Baryt. Die Kristalle, die können sich miteinander verbinden. Es gibt ein Schwingungsfeld, habe ich auch getestet. Gefühlt, das ist der Wahnsinn. Du kannst nicht jeden Stein einfach hinsetzen und die verbinden sich. Mhm. Aber im Baryt muss es auch gewisse Kristalle haben. Mhm. Und in der Nanotechnologie, wenn Sie den Halitkristall vergrößern würden, finden Sie, wissen Sie was? Diese Oktaeder, die kleinen Zellen, die Atome, sind in Form vom Oktaeder. Also hat das auch wieder etwas mit dem zu tun. Aber nun muss man das eben wissen. Und interessant ist, das verbindet immer sich ineinander. Man muss, darf ich noch sagen, man muss sagen, der schwingt rechts oder der links? Oder wer beides ist? Rechts. Beides rechts. Jawohl, ja. Aber es ist schon so, dass zum Halit kann man sagen, chemisch gesehen löst der auf. Er ist ein Halogenid. Er löst auf. Mhm. Wenn du Menschen hast, die du betreust, die du therapeutisch betreust, beratest, wenn du das Problem gefunden hast, Problem Sterbefall oder Problem das, und dann musst du ja die Geschichte auflösen, dann nimmst du Halit. Halit löst auf. Das macht es immer. Ja. Halit und Fluorid sind da die beiden Steine und ist enorm. Wenn sich jemand reinigen will oder soll, und das weißt du, wenn man verschiedene Sachen macht,
Halit reinigt immer, so energetisch. Boom. Und die Leute, die da reinstehen, früher hatte ich sogar Vorhänge gemacht aus dem, wo die rein können. Ich kenne im Münterland eine Kindergärtnerin, die hat einen Vorhang gemacht für die Kinder, die gehen da rein und boom. Hm. Ich kenne Leute, die haben eine Praxis und die haben so einen Halit-Kreis nur aufgebaut aus Steinen. Und da ist der Mann Ingenieur und hat eine führende Funktion. Der kommt nach Hause, zieht seinen Mantel ab und steht mal zuerst 2 Minuten rein. Mhm. Und dann wird er gereinigt und das löst alles auf. Es ist so, auch wenn Kinder von der Schule heimkommen, die wollen ja erzählen, erzählen, erzählen. Aber die Mutter sagt, steht mal da rein und dann geht's ganz anders. Also es löst auf. Ja. Und das macht er. Ich habe auch mit diesen kleinen Oktaeder-Tests gemacht bei Sekretärin im Büro. Mhm. Habe gesagt, stell man einfach neben dem Computer hin. Du glaubst nicht, alle die Leute, es ist einfach anders. Mhm. Die bekommen Aufträge. Das kann man auch steuern. Mhm. Was er jetzt gesagt hat, wenn man durch so einen Tunnel geht, wo es Steine hat, macht das schon etwas mit dir. Ja. Und wenn jemand im Büro so eben die 4 kleinen Pyramiden hat, dann hat er ein Problem. Die anderen kommen zu ihm in den Urlaub. Der hat immer eine Traube von Leuten, die merken das, die wollen zu ihm hin, weil es bei ihm wohl ist oder sei es selbst. Mhm. Die zieht es dahin. Das ist eine energetische Erholung. Bewusst machen sie das. Das machen sie unbewusst. Und dann müssen sie zum Teil diese Steine entfernen oder woanders hinlegen. Mhm. Es ist einfach so, wir sind bemüht, Harmonie zu schaffen, du auch. Die Steine bringen Harmonie. Ja. Die Energie ist immer noch da, aber sie harmonisiert. Aus den gefährlichen Strahlen, die ausschlagen wie ein Erdbeben, werden Wellen. Mhm. Das macht der Barit. Die Energie ist noch da, aber er schwächt ihn so ab, dass er durch uns durchfließt. Und das ist einfach so. Energie lässt sich nur wandeln, transformieren, aber nicht auflösen. Das sind andere, die teure Sachen verkaufen, gell, Joe, und sagen, die Energie ist gelöscht. Ja. Geht nicht. Hm. Ist wie beim Auto, ist wie beim Knall. Die muss sich irgendwo wandeln. Und das können wir mit Naturalien so machen. Du hast ja schon Jahrzehnte Erfahrung. Ja, darum habe ich in meinem raumenergetik.ca findet man mich. Und es hat mit Räumen zu tun. Mhm. Das ist energetisch Raum. Das ist einfach so raumenergetik.ch. Dann kann man meine Webseite sehen, was da alles abgeht. Einfach mal kurz gemacht. Früher hatte ich überhaupt nichts gemacht, aber ich habe gedacht, jetzt muss ich endlich was tun und etwas machen. Aber die Leute finden mich heute. Mhm. Unglaublich. Und deswegen eben Räume schaffen, Energie schaffen, ganz einfach. Und wenn man zu mir zu Hause kommt, dann schwimmt man sowieso, weil ich habe so viele Steinsetzungen gemacht, auch mit anderen Steinen. Es ist einfach, es löst. Was ist denn, wenn die Menschen Themen haben wie, keine Ahnung, Krankheiten, Depressionen, Alkohol, Suchtthemen? Ja. Wie gehst du da vor? Kannst du da auch energetisch? Das können ja auch manchmal, sprechen ja auch manche von Besetzungen oder Fremdenergien oder. Ja, ja. Also zum Beispiel ist ganz klar, wenn man mich gerufen hat und es ist irgendwo auch ein familiäres Problem oder so, da gehe ich auch diese Sache nach. Es ist jetzt vielleicht brutal gesagt, aber ich darf es vielleicht gleich trotzdem in die Runde geben. Wenn ich ein Projekt habe, wo zum Beispiel die geopathogene Störzonen sind, sei es Wasseraden oder Verwerfung. Bei jeder Verwerfung hat die Ehe ein Problem. Hat die Ehe ein Problem? Jawohl. Mhm. Weil es trennt. Mhm. Männlein, Weiblein, die sind immer im Staustress. Mhm. Es zieht die Energie weg. Aber sie wissen nicht, warum. Und wenn ich jetzt komme und das verändere und das abschirme, passiert etwas. Mhm. Ich kann es wieder zusammenfügen. Mhm. Es ist ja auch so, wenn ich durch diese Wohnung oder wenn jemand das Problem vorhanden ist, da laufe ich durch die Wohnung, ich sehe so vieles, aber es ist einfach falsch. Die wissen nicht, warum das bei uns so ist. Mhm. Die haben Angst. Sie wissen nicht, warum. Aber eigentlich, und wenn ich jetzt komme und ich etwas verändere, eben durch diese Störzonen und solche Sachen, und dann verändert sich das und auf einmal ist völlig wieder etwas anders.
Und das ist das Schöne in der Geomantie. Man kann einfach Möbel verstellen, Wohnräume verstellen, Steine hinsetzen und dann läuft diese Energie. Auch bei Firmen zum Beispiel, wenn das Geschäft nicht läuft, einfach Quarz, Kristall vor die Türe legen, so viel, dass es nur geht. Weil Kristall, das ist im Licht, im Universum. Die Leute kommen wieder hin, weil du fühlst dich wohl. Und das ist mein Ziel, dass ich etwas verändere, etwas so hinstelle, mach mal, lassen. Ich komme nicht und sage, du musst mir bezahlen, das von Geld spreche ich nie. Ich mache, ich tue, ich lasse es. Und nachher passiert was. Ich muss nicht mehr fragen, was das kostet. Mhm. Die wollen es. Die wollen es. Das ist einfach so. Und das ist ja das Schöne in der Radiesthesie und in unserer Arbeit. Wir können etwas mal schauen, es verändert etwas. Und man spürt es. Das ist das Schöne dabei. Ja. Schön. Vielen Dank. Ja. Bruno? Möchtest du noch was mitgeben, wenn man jetzt vielleicht selber auch die Fähigkeiten erlangen möchte? Ja, damit man kann sich unsere Filme anschauen, ja. Also das sind Back to School, auf der Homepage habe ich sie aufgeschaltet. Und dann immer, ja, wir haben mehrere Schulstarte im Jahr, Sommer, Herbst, wo wir auf drei verschiedenen Orten in der Schweiz die Ausbildung machen. Und es ist jeder Mann, jede Frau willkommen. Und schön ist, dass immer Jüngere kommen, schön ist, dass immer Leute kommen, die einen Studium oder Ausweis haben, das ist einfach Ding der Sache, ob du studiert bist, ob du intelligent bist oder ob du einfach zum Fußvolk gehörst, wie wir sagen, die haben allen die gleichen Bedürfnisse, sie wollen in die Harmonie kommen und wir werden immer empfänglicher auf das. Das ist das Problem. Vor 10 Jahren war das noch nicht so, hätte ich keine Chance gehabt. Und ich ändere auch immer wieder was. Etwas Neues mit diesem, wie jetzt zum Beispiel das Geschehen mit diesem Oktaeder, das ist auch wieder eine Entstehung. Es kommt zu uns, es will etwas machen. Und das ist das Schöne dabei. Und ich mache natürlich immer wieder noch wieder neue Sachen. Das ist das Schöne. Man spürt, Wandel, dieser Wandel zu leben. Oder? Ja. Das ist schön. Also vielen Dank euch beiden. Schön. Danke. Die Verbindung wirklich zu der Natur wieder, das finde ich halt das Schöne. Ja. 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 Weil da brauchen wir auch keine Steckdose. Richtig. Und es ist nachhaltig. Und kostet nichts. Ja, danke schön. Danke. Liebe Zuschauer, die Wunder der Heilsteine und die Möglichkeiten wirklich auch zu reinigen, sich zu schützen und das mithilfe der Natur, ist doch eigentlich auch wirklich eine schöne Sache. Und ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen und bis bald. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.